Na? Oh, habe ich übersehen. Sauerei. So, was haben wir denn hier? Jetzt ist ja die Frage, sind die Roboter jetzt trotzdem aktiv? Oder weil wir so gut verhandelt haben? Nicht. Das müssen wir dann gleich mal testen. Unbeschriftete UDL-Schlüsselkarte aufheben. Ja, mal ja. Nehme ich mit. Das nehme ich aber auch mit. Schlüsselkarten, Codierungsstatus online. Hauptmenü, zwei, die Nachrichten erstmal. Von geschwärzt betreff Schließung der Anlage. Oh, oh. Ein Transportschiff wurde zu HFS 1084 entsandt. Ich habe mir die Freiheit genommen, die sensible Materialienwertung dieser Anlage zu erhöhen, was bedeutet, dass ihr markeneigene Verbrauchsgegenstände von Bord nehmen dürft, aber alle persönlichen Besitztümer zurücklassen müsst. Bitte belasst die Tanks in ihrem jetzigen Zustand. Eine Reinigungscrew wird das obsolete Firmeneigentum beseitigen. Bei Bedarf einer Ethikkorrektionstherapie mögen sich Mitarbeiter bitte an einen von Spacer Care genehmigten Arzt wenden. Spacer Care? Und das, obwohl wir Auntie Cleo hier oben haben und UDL auf der Station sind? Persönliche Dateien. Vermerk zu Jay Guthrie. Chief Kimble. Das klingt alles so bekannt. James ist fort und er hat sich nie von mir verabschiedet. Ich versuche mich davon zu überzeugen, dass ich ihn so in Erinnerung behalte, wie er vor dem Tank war. Oder vielleicht hat er es einfach nicht so mit Verabschiedung. Als ich gesehen habe, was von ihm übrig geblieben ist, wollte ich alle, die dafür verantwortlich waren, aus der Luftschleuse werfen lassen. Du hättest doch etwas sagen können, James. Die Zeit war doch nie das Problem. Mich hält nur nichts mehr hier. Die Bits sind es nicht wert. Ich habe eine Versetzung beantragt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht die Einzige bin. Chief Kimble. Kimble glaubt, dass es Ärger geben wird, sobald den Wissenschaftlern die warmen Körper ausgehen. Wenn James noch hier wäre, würde er sie beschwichtigen. Da er jetzt fort ist, könnte ich auch ein wenig Überzeugung vertragen. Gestern ist sie zu meiner Koje gekommen. Sie sagte, sollte ihr irgendetwas zustoßen, wäre ihr Passwort der Name ihrer Tochter. Ich hoffe nur, dass es nicht so weit kommt. Mal sehen. Hätte ich jetzt vielleicht noch nicht machen sollen mit dem Codieren, weil dann kann ich mich vielleicht nicht mehr irgendwo reinhacken oder so. Aber müssen wir mal gucken. Nachrichten. Deine Bedenken. Du hast mich gebeten, mich zu melden. Das tue ich hiermit. Stimmt irgendwas nicht mit dem Team? Wie steht es um die Moral? Ist ihr Engagement gegenüber dem Projekt ungebrochen?
natürlich steht es schlecht um die Moral. Du hast diesen Forschern ganze Tanks voller nukleinmutierenden Gasen gegeben und keinerlei warme Testkörper. Was dachtest du denn, was geschehen würde? Sie können ja ruhig gegenseitig aneinander herumexperimentieren, aber meine Leute fasst hier keiner an. Ich installiere Sicherheitsvorrichtungen für den Fall, dass jemand damit ein Problem hat. Verstanden? Gut, gute Nachtgeschichte. Oh, es war einmal eine Prinzessin, die sich zur Soldatin ausbilden ließ. Während die anderen Prinzessinnen sich in Büros und Konservenfabriken Arbeit suchten, übte die Soldatin auf der Schießbahn und sah zu, dass auch sie ja kein Ziel verfehlte. Eines Tages erschien ein sehr skrupelloser Mann und bot ihr einen Job in einem Elfenbeinturm fernab des Königreichs an. Die Prinzessin würde ihren kranken Vater, ihr geliebtes Kind und ihren einfältigen Ehemann versorgen können. Doch dafür müsste sie in dem Turm bleiben, bis die Forscher einen Weg hinausfinden konnten. Als die Prinzessin begriff, wozu sie sich bereit erklärt hatte, beantragte sie ihre vorzeitige Entlassung, doch niemand hörte ihr Gesuch. Ende. Ich hab dich lieb, Angelika. Vielleicht kannst du mir ja ein besseres Ende schreiben. Bitte umarme deinen Vater von mir und sag ihm, dass es mir leid tut, einen weiteren Geburtstag verpasst zu haben. Sicherheitsroutinen. Gut. Na, das sieht erstmal gut aus, oder? Das ist zu... So, von hier unten kommen wir ja, ne? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, wo ich... eigentlich hin soll. Irgendwo über Brücken. Ja, aber ich komme ja hier nicht durch. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Also wir waren hier, wir waren dann oben. Wir waren hier und genau das. Ja. So, da lang kommen wir nicht. So, da lang geht's. Yeah, okay. Keep a sharp eye out, Captain. One wrong step could incapacitate or kill. Ja. Da war ich gerade doof. Wir waren ja schon mal hier unten, aber. Habe ich wieder erfolgreich verdrängt. So, Sicherheitsroutinen. Kontrollpunkt Sicherheit deaktivieren. Persönliche Dateien. Protokoll Mama Bär. Oh. Hervorragend desorientiert. Ja, heute auf jeden Fall. Bin froh, dass es das erste Mal war, mich heute verlaufen zu haben. Kimble ist vorbeigekommen, um zu fragen, ob irgendeiner von den Ärzten da war. Ich habe ihr erzählt, was ich weiß. Es ist ruhig gewesen. Frag einfach Alpha. Daraufhin ist sie federnden Schrittes wieder gegangen. Okay, seltsam. Dann hat sie einen UDL Elektroboden 3000 für meinen Kontrollpunkt angefordert und eine Kiste mit Schockgranaten. Vermutlich hat sie mir nicht geglaubt. Bereitet sie sich auf den Krieg vor, sag mal?
Sie verhält sich so, als ob sie etwas wüsste, was der Rest von uns nicht weiß. Scheint sich besonders in der Nähe von Ärzten unwohl zu fühlen. Nix. Da war's. Anregende Salbe. Aha. Es sind alles menschliche Bedürfnisse, ne? Ich judge da keinen. Keine Sorge. So viel Bummi. Denke ich jetzt gerade hier wieder nur falsch? Nee. Es wird ja echt immer mehr Bummi. Und wir Deppen versuchen auch noch jegliche Konfrontation gerade hier problemlos zu lösen. Siehe Monarch, ne? And terrifying thing to behold. In this case, however, I'd say it's more the latter. Ja, schon. So, und wir können jetzt hier nämlich einfach rumspazieren. Weil wir uns ja nicht diese Roboter hier haben aufhalsen lassen. Ja. Können wir nämlich machen, was wir wollen. So, Protokolle, Charlie. Um ein Haar hätten wir Charlie verloren. Die Resequenzierung ist außer Kontrolle geraten. Sie hat wie vorgesehen begonnen, nahm jedoch kein Ende und hat sich gegenüber das isolierte Gewebe hinaus ausgebreitet und das gesamte System befallen. Er sagte, es fühlte sich an, als würden alle seine Organe jucken. Ich sagte ihm, wir würden ihn auf Eis legen, ihn einfrieren, bis wir den Fehler isolieren und umkehren können. Wann immer Lore vorbeikam, streichelte sie meine Schulter und bat mich, eine weitere Messung vorzunehmen. Nicht, dass sie nötig gewesen wären. Sie wollte bloß, dass ich mich beschäftige. Seitdem sieht sie jede Stunde nach mir. Wir mussten Claire heute auf Eis legen. Sie und die anderen haben Strohhalme gezogen. Claire hat verloren. Die Veränderung ging diesmal langsamer vor sich. Zuerst verblieb die Resequenzierung innerhalb normaler Parameter, doch dann begann sie sich auszubreiten, genau wie bei Charlie. Morgen werde ich mit der Projektleitung Kontakt aufnehmen. Ich brauche Antworten. Ich frage mich, wie es Gucci geht. Durch seine Tür kann ich Symphonien hören. Transkript, Zugriff auf die Außenkommunikationsanlage. Hört jemand diese Frequenz ab? Was ist das? Ich bin die Projektleiterin von 1084. Ich wollte... Station 1084 wurde absolute Funkstelle bis zum Erreichen eines Endstadiums der aktuellen Mission verordnet. Exekutivüberbrückung, Passwort vorsintflutlich. Was kann ich für dich tun, Doktor? Der Vorstand hat mir zugesichert, dass meine Nachfragen zu unserem Transkriptionsproblem auf der Cornelius Vanderbilt zu übermitteln. Wie ist der aktuelle Stand? Ich fürchte, ich habe diesbezüglich kein Update, Doktor. Der Kampfkreuzer sollte die Erde mittlerweile erreicht haben. Meine Anfrage war an die Chimärenforschungsabteilung des George DeHevesy-Instituts in Budapest adressiert. Einer meiner Mitarbeiter wird sich bei dir melden, sobald wir mehr wissen. Sobald? Steht ihr denn nicht in Kontakt mit dem Kampfkreuzer? Was ist denn da draußen passiert? Station 1084. Der Missbrauch dieses Kanals gilt als Kündigungsgrund. Ebenso verhält es sich mit dem Missbrauch der Exekutivüberbrückung außerhalb von Notfällen. Verdammt nochmal, das hier ist ein Notfall. Übertragung endet. Exekutivüberbrückung für Nutzer Chartrand E aufgehoben. Dauer bis auf Weiteres. Ja, nicht gut. James.
Dieses Protokoll wurde von Dr. Fahl erstellt. Ich musste Dr. Chartrand eine Dosis Beruhigungsmittel verschreiben, die selbst einen Troglo ausgenockt hätte. Gestern Morgen haben Dr. Gucci und ich mit Strohhalm ausgelost, wer von uns das nächste Testsubjekt werden sollte. Er hat den Kürzeren gezogen. Keine neuen Entwicklungen. Auch nach all unseren Opfern fühlt es sich an, als wären wir meilenweit von einem Durchbruch entfernt. Eva konnte sich die Verluste nie verzeihen. Vielleicht wird es ihr helfen, HFS 1084 eine Zeit lang zu verlassen. Der Vorstand hat den Erhalt meines Berichts bestätigt und unsere Abberufung übermittelt. Wir warten nur noch auf ein Transportschiff. Ich wünschte, wir könnten das ganze Projekt eine Zeit lang hinter uns lassen, um uns zu sammeln. Aber wir haben diesen Punkt noch nicht einmal ansatzweise erreicht. Was haben die hier gemacht? Nachrichten, Stationsmoral. Mir ist zu Ohren gekommen, dass eine Kultur des Misstrauens die Beziehung zwischen dem Forschungsstab und dem Sicherheitsdienst auf HFS 1084 verschlechtert hat. Viele von euch haben um vorzeitige Entlassung gebeten. An den Forschungsstab. Die Bedeutung eurer Arbeit sollte jegliche zwischenmenschliche Konflikte in den Schatten treten lassen. An den Sicherheitsdienst, es wird keine vorzeitigen Entlassungen geben. Ihr werdet außerdem bemerkt haben, dass in euren Verträgen kein Auslaufdatum vermerkt ist. Super. Wir können gerne eine Diskussion über Moral und ihren Einfluss auf Erfolgsmetriken führen, sobald die Frage über die fortlaufende Existenz der Menschheit in der Halcyon-Kolonie geklärt ist. In der Zwischenzeit solltet ihr euch wieder an die Arbeit machen. Projektzusammenfassung. Zweck: biologische Hybridisierung und Assimilationsstrategien. Aktive Teammitglieder Chartrand E, Fahl L. Inaktive Teammitglieder J. Guthrie, C. McNulty, C. Purcell, T. Ryle. Ziel: Weiterentwicklung der Chimärenwissenschaften mit gezielter Modifikation menschlichen Nukleins mittels von Halcyons lokaler Fauna erhaltener DNA-Stränge. Klassifikation: C-Rep-T 1002. Alias: Raptidon. Sicherheitsroutinen. Systemzugriffsprotokolle modifizieren. Privaträume entriegeln. Nicht schlecht, das Zeug, nicht schlecht. So, bevor wir jetzt hier oben, ne, das Ding einleiten, würde ich schon ganz gerne hier unten mal gucken, was los ist. Dr. Charles McNulty, aktueller Status lebendig, Zustand instabil, Stasis-Einstellung aktiv. Anmerkung: Subjekt sollte nicht wiederbelebt werden, bis eine Möglichkeit zur Stabilisierung seines Zustandes besteht. In Dankbarkeit: Dr. Eva Chartrand, Dr. Lorelei Fahl, Dr. James Guthrie, Dr. Claire Pearson. Mein klar, Wissenschaft erfordert manchmal Opfer, aber. Alter, irgendwann wird's zu viel. Dr. Claire Piercer. Lebendig, Zustand instabil, Zustand des Subjekts ist kritisch. Bei Wiederbelebung muss ärztliche Hilfe zur Verfügung stehen. Bitte halt durch, Claire. Dieses Mal hatten wir es fast, das schwöre ich. Wir holen dich zurück. Mit Liebe, Dr. Eva Chartrand, Lorelei Fahl, James Guthrie. Und es wird halt immer weniger, ne? Dr. James Guthrie. Damit eine Chance auf Überleben der Wiederbelebung besteht, braucht das Subjekt eine exzessive Nukleinresequenzialisierung.
Warum denn nicht gleich so? Tut mir leid, dass es so geendet hat, James. Wir werden wiederkommen und alles in Ordnung bringen. Das schwöre ich. Bitte verzeih uns, Dr. Eva Charter und Dr. Lorelei Fahl. Nun. Dann ab nach oben, oder? Ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Das sind ja wieder die Roboter hier. Sicherheitsroutinen modifizieren. Sublight. Und fortsetzen und verlassen. Sublight will be well pleased that you've claimed the station for them. Myself, I'll be fine leaving this place. Hold on, Tick. Don't we know Chartrain? From Cascadia? Mhm. Ja. Ganz genau. Chartrain kennen wir. Uchi haben wir auch schon mehr als genug davon gehört. So, dann mal schnell zurück zur Groundbreaker. I'm a dirty autonomous digital astrogator, Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Ich wollte euch jetzt nicht bei eurem Dirty Talk stören. Macht nur weiter. Das ist vollkommen in Ordnung. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. Greetings, customer. Ja. So. Dann gehen wir mal kurz zu Lily Hagen. Und überbringen mal die gute Kunde. Überbringen wir mal der Gunigunde diese gute Kunde. So. Mal sehen, was sie für uns hat. Wahrscheinlich nicht mehr als einen feuchtwarmen Händedruck. Naja, wenn wir jetzt noch ein paar Bits dabei rumspringen oder rüberspringen, habe ich jetzt nicht allzu viel dagegen. Aber müssen wir natürlich erstmal schauen. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Mm-hmm. Well done, Captain. Mm-hmm. In der Basis befanden sich Wissenschaftler in Suspensionstanks. Ein paar von ihnen könnten noch am Leben sein. I heard about that. While my lawyers scratched their heads wondering how we deal with human salvage, I'm leaving the researchers in hibernation. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? Ein UDL-Kampfschiff hat die Station angefunkt, aber ich konnte sie überzeugen, abzudüsen. I knew it. They've been shadowing us since Monarch, maybe even longer. I've been less than honest with you. Mm-hmm. Your assignments weren't strictly about the salvage business. Was you might have figured that out already. Geht es um deine mysteriösen Warnungen? That's right. Up until now, I've kept you in the dark for your protection, and more importantly, mine. But I'd like to think we've earned each other's trust. After the Monarch job, I started connecting the dots.
I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Ja, das ist eher schlecht, glaube ich, ne? Das ist wahrscheinlich eher schlecht. Die Wahrheit über das menschliche Steißbein? Bam, bam, bam! Maybe the worst. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Mhm. Ich rate mal, dass du so eine Ahnung hast. Vielleicht haben sie nur teure Forschungsarbeit vor Piraten wie Sublight versteckt. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Yep. Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084. And who knows what else. We have to put a stop to it. Na klar, ja. Ja, ja. Außerirdische? Außerirdische. Wirklich? Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. Captain, in my humble assessment, Ms. Hagen is insane. This doesn't feel at all right, Captain. Your crew is skeptical. That's good. I don't want you walking into the unknown with blindfolds on. I assume you have questions? Ein paar, das ist doch vollkommen verrückt. Lass uns zu dem Teil übergehen, wo ich bezahlt werde. Ist mir egal, welche Halluzinogene du geschluckt hast. Bist du und alle anderen da nicht auch außerirdisch? Also auf jeden Fall außerirdisch. Aber das ist ja vielleicht genau das, was du meinst. Das ist halt jetzt so eine Frage, ne? Kommen wir von der Erde? Ich hatte das so ein bisschen rausgehört, dass die Hope ja als Kolonieschiff für Terra 1, Terra 2 und sowas dann da war. Von der Erde. Also sind wir ja irdisch, aber alles andere um uns herum ist ja außerirdisch. If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. Ja, wovon reden wir denn genau? Sag doch mal was. Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells. That damned gas is mixing our nucleon with Halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. Ich für meinen Teil komme von den Sternen. Bist du ein Sternengeborener, ja? In einem Sternenfeld? Ist dein Vater ein Todd? Und hauert der sich mal gerne noch was zu trinken rein? Ich hab mich. Ja. Das ist eine Invasion unserer Zellen selbst. Dieses verfluchte Gas mischt unser Nukleon mit der Biologie Halcyons, um uns zu einer verzerrten Version unserer selbst zu machen, um uns zu verändern, um uns diesen Monstern auf Monarch ähnlicher zu machen. Ich habe keinerlei Hinweise auf Außerirdische gesehen. Stimmt. Ich habe mich Sublight angeschlossen, damit ich Verbrechen begehen kann, nicht um die Menschheit zu retten. Ja, diese kleinen grünen Bastarde müssen bezahlen. No kidding. That's how they want it. Ja, nicht when stimmt, I lined genau. up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Lack of sleep kenne ich.
Woher weißt du, dass ich keine außerirdische Spionin bin, die dich zum Schweigen bringen will? Sharing my findings took a calculated risk. Ah, okay. If you were a spy, I doubt you'd even realize it. Only your cells would know. Jedes Atom in meinem Körper entstand in einem Stern, der nicht Sonne hieß. Also. Das wäre ja dann bei mir auch so. Nun, das ist ja beruhigend. Schielen, wir kommen dich holen, Lilia. Probably nothing to worry about, as long as you don't start growing tentacles or slowing down time. Zeit verlangsamen, ja? Ich weiß wirklich nicht, was ich von davon halten soll, Lilia. Von davon. Genau. If you don't believe me, go pay a visit to the puppet master who's working against her own kind. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species. I need you to put a bullet through her skull. Uh-huh. Klingt nach schmutziger Arbeit, aber ich nehme den Auftrag an. Mord wird von meinem Subunternehmer-Arbeitsabkommen nicht gedeckt. Wieso muss Dr. Chartrand sterben? She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cysty pig juiciness. Now nice. She's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. Seit wann hat Sublight denn plötzlich Prinzipien? Deine Sorge um das Schicksal unserer Spezies ist bewundernswert. It's cute that you think that about me. I just want to add savior of humanity to my resume. Ah, so, okay. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Die Labore, durch die ich gegangen bin, haben keinen so bösen Anschein geweckt. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just imagine the experiments she carted off to her next lab. Wie passt Chartrand in deine Alien-Verschwörungstheorie? We're far beyond theories. Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks, how much proof do you need? Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds, and a colony full of sheep. This key card will get you through the front door of her Byzantium estate. Don't ask how I got it. You might not like the answer. By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Ja, das hat ja noch mal eine hessische Wendung genommen. Wer soll jetzt Chartrand umbringen? Aber auch wieder in Byzantium. Auch Byzantium.
Tja, das müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen sacken lassen, ne? Also wir haben jetzt auf der einen Weise haben wir jetzt Sachen in Byzantium, die wir erledigen müssen. Auf der anderen Art und Weise oder auf der anderen Seite haben wir jetzt Skylla zum Beispiel. Und noch so ein paar andere Planeten ringsrum. Da war ja auch noch irgendwas. Auf nach Elysium. Ja, auf jeden Fall. Also, es klingt auf jeden Fall wie Elysium. Ich habe auch echt das Gefühl, dass die sich storymäßig da an ein Vorbild dran genommen haben. An dieser ganzen Storyline mit Rufus und Elysium. Bin ich mir schon. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt sicher, aber. Doch, schon. Ah, ja, gut, okay. Werden wir uns dann mal drum kümmern. Mal sehen, wirklich, was wir als nächstes machen. Gehen wir die Hauptquest weiter? Ist es dann nicht vorbei irgendwie? Oder schicken oder bringen uns die Hauptquests danach noch auf Skylla und so? Weil wir haben ja jetzt schon die anderen Quests für Skylla bekommen. Werden wir sehen. Egal. Ich überlege mal ein bisschen drauf rum und dann werden wir uns schon entschieden haben können. Die eine oder andere Art und Weise. Bis dann. Macht's gut. Cheerio.